Willkommen auf dem Kanal. Abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten Videos zu aktualisieren. Heute bringen wir Ihnen vor 5 Minuten. Julia Leitschik wurde plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert. Schade, dass sie kürzlich mit sehr angeschlagenem Gesundheitszustand ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ihre Familie entdeckte sie ohnmächtig am Boden liegend. Nur noch ein bisschen Verspätung, ihr ist etwas Schlimmes passiert, das sie sterben ließ. Zum Glück wurde Julia Leitschik rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte gaben bekannt, dass es sich bei dem Zustand, in dem sie litt, um Atemstillstand handelte, der eine Folge der Ansteckung mit Covid-19 und der Überarbeitung war. Kaum zu glauben, dass einem so jungen Menschen wie Julia Leitschik so etwas passieren kann, wenn er sich nicht um seine eigene Gesundheit kümmert, bringt er uns in Gefahr. Julia Leitschik wurde nach der Notaufbehandlung maschinell beatmet und zur weiteren Überwachung in den Aufwachraum verlegt, obwohl sie das gefährliche Stadium überstehen hatten, aber immer noch nicht subjektiv sein konnte. Sie muss mindestens 2 Wochen im Krankenhaus bleiben. Wenn nichts Unerwartetes passiert, kann Julia Leitschik danach nach Hause gehen, um sich selbst zu behandeln. Um sich vollständig zu erholen, muss sie sich etwa 6 Monate lang ohne anstrengende Übungen ausruhen, da ihr Atmungssystem sonst nicht in der Lage sein wird, sich anzupassen. Die Fans von ihr können unberuhigt sein, denn sie ist nicht mehr in Gefahr, solange sie sich gemäß den Anweisungen des Arztes ausruht. Julia Leitschik wurde im Jahr 1970 geboren, ist eine deutsche Fernsehmoderatorin, Fernsehproduzentin und Chefdrafteutin. Seit 2003 hat sie ihre Karriere rasant ausgebaut und durch die Sendung Vermisst vom Publikum begeistert unterstützt. 2010 war sie Executive Producer für Vermisst auf RTL von Januar bis Mitte 2011 sang sie Verzeiht mir und Wie vermisst. Der anhaltende Erfolg von Julia Leitschik trägt dazu bei, dass sich ihre Position in den Herzen des Publikums immer mehr festigt und ihre Karriere weiterentwickelt. Wir hoffen, dass sich Julia Leitschik schnell erholen kann, um weiter daran zu arbeiten, Qualitätsprogramme zu schaffen, die gute Werte zum Leben erwecken. Alle Informationen zum Gesundheitszustand und zum Behandlungsverlauf von Julia Leitschik werden laufend aktualisiert, damit Interesse zu Hörerinnen und Zuhörer leicht vernachvollziehen können. Also alle, abonniert bitte den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke, um keine wichtigen Neuigkeiten zu verpassen und das Produktteam zu unterstützen.